Ja, dann du läufst dann vor, dann kommt. Erzählen Sie mir, uns das Ding jetzt zum Beispiel Alter hier mit ein. Mit dem. Hier links? Mit dem Journalisten. Ja. Okay. Sag dann einfach so ein klassischer Schützenpanzer. Ja, stellt euch schon mal dann auf. Sollen wir die Position von Blitz aus? Also ihr? Nein, ich bin wieder da, Paul. Du gliederst dich jetzt direkt als Zweiter in der Arme. Das kann ich gerne doch. Verstanden. Blitz. Ja. Blitz wieder da? Ja. Ihr müsst halt dementsprechend dann die Formation ein bisschen verschieben, wenn ihr abmarschbereit seid, geht's kurz durch. Adler, ach du bist Adler, okay. Ja. Gut, schön. Gut. Ich habe jetzt mit dem Druck gerechnet. Boah, jetzt verstehe ich's nicht. Adler steht und wartet. Ja, Schützen, dann muss ich ja nach rechts, oder? Ne, da ist ja die 4. Adler ist jetzt Paul ist die 2 und alle anderen. Ja. 3, 4. Da muss ich nach rechts. Ja, da muss ich. Der ist jetzt weg, die 3 oder was? Mhm. Okay. Dann jetzt Marsch, Marsch. Oder ja, Marsch. Ein geht. Achtung, kommt durch. Ich muss hinter Saal. Du bist hinter Saal? Ja. Ich bin die 5. Also, ich muss hinter Saal. Was ist das? Hm? Wie viel nehmen? Ja, eben. Ja, ich war auf jeden Fall. Scheiße. Jungs, wo geht ihr? Dann die Linksstraße, links hoch, ne? Adler. Ja, ihr müsst links lang. Links verstanden. Das ist ein Christian. Ja, genau. Christian, ja. Ist weg. Ich bin dran. Und wie viele Menschen sind sie denn? Alles vor mir. Ganz schön viel los hier. Boah, die. Ja. Das ist halt. Unseren Auftrag erfüllen. Ich hab hier noch Markengeräusche. Ja, das ist mega gut, ey. Ja, ich dachte, was läuft jetzt hier? Was da? Ja, nochmal für euch zur Lageinfo. Wir haben praktisch Richtung Objekt 2 noch eine ID. Da wird sich jetzt Wiesel drum kümmern. Und dann auch noch den Marktplatz säubern. Compound. Überprüfen. Bisschen durcheinander. Kein Problem. Was ist Na, ich habe eben Blitz aus der Augen. Adler, sollte was unklar sein, oben sieht man schon den Compound da, so als sich derjenige dann aufhalten, der Dorfälteste, einfach den Journalisten fragen. Die Adler verstanden. Wo waren sie noch überall auf der Welt? Wenn wir die Schützenbreien auch weitermachen. Oh, an allen verschiedenen Orten. Und dann kommt der gute Hof, wie die Piraten gekämpft. Ja. Ja, genau. Okay, weil die hinter uns trocken sind. Taliban angelegt. Ja, ich orientiere mich an meinen Vordergrund. Na klar. Ja, natürlich. Gut, für den Rest, wenn wir uns dann in das Gebäude begeben, zur Gesprächsaufklärung, sichert dann natürlich eine Rundumsicherung aufbauen und dann schauen wir mal weiter. Ich werde mit Adler dann erstmal zur Gesprächsaufklärung gehen, dass ich das auch ein bisschen mitbekomme. In Charge für die Rundumsicherung ist dann einfach Saal. Ja, der Taliban, wir haben den nächsten wieder. Das war ein altes Lagerhaus. Der macht mich ja kirre. Die Adler, wir nähern uns dem Compound und ich sehe schon mindestens 3 Locals kommen. Das ist das Fahrzeug vom Stammesältesten. Ja, nochmal weiterlaufen, freundlich sein, nix hier zum Anlass geben, dass sie irgendwie was versuchen. Trotzdem auf der Hut sein. Verstanden. Auch für den Rest, redet mit den Leuten, wenn sie euch zu dumm kommen, wisst ihr, was ihr zu tun habt. Ost, Nordost, beobachtet uns jemand. Hm. Alaikum assalam. Was wollt ihr hier? Die haben uns eingeladen. Ah, ihr seid die eingeladen worden, aber. So, dann stehen bleiben, schon mal ein bisschen sichern. Aber eingeladen war nur der Freund von Hassan Norman. Von ja, Mohammed Norman. Das bin ich. Ich
werde aber mindestens zwei Nahrichter mitnehmen müssen. Zwei näher? Ja, ich und noch mindestens zwei. Zwei? Nein, das geht nicht. Du und einer. Okay, da steht jetzt einer. Hallo. Hm? Chaos, hier Adler, kommen. Ich stehe hinter dir. Er will dir nur zu zweit reingehen, das kann ich so nicht so viel machen. Nein, wir gehen mindestens zu dritt rein. Ja. Ihr braucht keine Angst. Ja, da liegt auch ein direkter Kresse. Ja gut, dann machen wir eben drei, aber er ist der Chef von dem Dorf hier, ne? Ihr müsst ihn mit Respekt behandeln. Selbstverständlich. Okay. Und die anderen Männer bleiben hier, hä? Die anderen Männer bleiben hier. Bei der Kanister, ne? Gut, dann bringe ich euch zu Mohammed Norman. Okay, Saal, du jetzt in Charge hier draußen, wir gehen erstmal rein. Herzlich willkommen. Ja, ich hab vorhin einen Kanister. Nee, behalt mal das Fahrzeug im Auge. Ich hab nämlich vorhin einen mit dem Kanister rumlaufen sehen. Hab einen Auge drauf. Ja. Und auch auf den Eingang. Zivilisten. Hallo. Ihr habt alles im Auge. Jo. Hallo. Schönen guten Tag. Hallo, wie heißt du? Wie bitte? Heiße. Wo sind die Knifte? Hier, Knifte. Jo, ein bisschen zurücktreten. Oh, ich will doch nur reden mit deiner Freundin. Ja, okay, ein bisschen. So, besser. Aber zurück zu ihr. Ich halte ein bisschen von euch weg. Ich sehe immer noch die Augen auf. Ach, dein Freund hat mich recht. Ihr habt aber echt keine Fresse. Ihr seid genauso wie die Amerikaner. Was ist denn das für Musik? Halt, warte mal! Was willst du? Was? Lass mich in Ruhe. Ich möchte nur nicht, dass du hier hinter meinen Kameraden so lang schleißt. Ja? Das ist das einzige Ziel. Ja? Ja, dann sag mir das doch direkt. Hm? Halt, nein, ja, wir müssen von mir zu entfernen. Ich hab doch nur ganz normal mit dir geredet. Okay, dann frage ich euren Kollegen. Bevor, aber. Entschuldigung, Amerikaner? Guten Tag, Ex-Amerika. Tschüss. Adler, ich weiß, du kannst mich über den Funk hören. Ne? Frag ihn halt über die PLF und alles aus und sonstiges. Weißt du ja Bescheid. Deutsche. Nicht Amerikaner. Darf ich mit Ihnen noch reden? Achtung, aggressive Person. Das ist hier so. Ich hab sie gerade aufgefordert. Das ist hier so. Zahl der mit dem blauen Shirt, der ist relativ aggressiv. Hallo? Warum soll ich gehen? Das ist unglaublich. Unglaublich. Ich bin doch weggegangen. Was ist los, mein Freund? Ich weiß nicht mehr, was ich da kann. Ich etwas von ihr aus? Es tut mir furchtbar leid, aber wir haben ja einen Job zu tun. Was hat er denn getan? Keine Zeit für Gespräche. Ich möchte doch nur etwas von ihrer Kultur wissen. Nein, nochmal. Digger! Ich weiß nicht. Ich wollte mir sagen, ich bin ein Erzähl nichts Neues von der Geschichte von außerhalb. Ich frage ihn, ob er deine Ehre beleidigt hat. Und wenn er das hat, dann. Was nicht? Stimmt, darum ist wieder ein Schaffel, wie du tun, ja? Halt mal die Augen auf den Eingang. Alles klar. Dann frage ich jemand anderen Frage. Wo bist du, ha? Wo bist du? Wer hat mich vorhin angesprochen? Wer ist das von euch? Wie hieß du? Wer war das von euch? Ich will mit ihm sprechen. Wer hat mich vorhin angesprochen von euch? Um was geht's denn? Hier, das war ich. Du hast meine Ehre beleidigt. Nein, hab ich nicht. Hier, Fuß. Ja, klar, hast du meine Ehre beleidigt. Nein, pass auf. Abstand. Bleib mal ja, da. Zurücktreten. Mein Freund. Was ist hier los? So. Ihr fühlt euch nur stark, weil ihr euren Schießkolben da in der Hand habt. Wir führen ihren Auftrag durch. Jungs, haltet euch einfach ein bisschen zurück. Ehre ist was Heiliges. Keine weiteren Gespräche. Halten Sie ein bisschen Abstand. Ich glaub dir nicht. Du guckst so unvertrauenswürdig. Und dann dein Freund hier. Wie alt bist du? Hä? Hallo. Was? Willst du mich verarschen?
Was wollt ihr? Was wollt ihr hier? Erklärt mir das mal. Was macht Warum ihr Warum gucken mich so an? Wir führen den Auftrag im Rahmen des ISAF-Mandats durch und... Was ist dieses? Was ist dieses? Können Sie gerne mit Ihrem Stammesführer besprechen. Meine Schafherde ist weggelaufen, weil eure Kampfflugzeuge und Hubschrauber über meine Koppeln fliegen. Oh, kommst du um die Ecke gerannt? Ich will dir was sagen. Ist okay. Ich weiß nicht mehr, wie ich meine Familie erlernen soll. Und du bist daran schuld. Ihr denkt, ihr macht alles besser, aber was soll das? Hm? Du kennst Anni nicht, kein Rucksack. Erklär mir das. Was soll ich dir denn jetzt direkt? Was macht? Was hat das für einen Sinn? Hey Jonas, komm her. Es liegt am Boden. Der Blau hat, du hast so den Verdänner gesehen, ne? Jungs, es liegt am Boden. Der Blau hat ihn, den Verdänner Scharfschütze genannt. Ich glaube auf jeden Fall, dass der nicht ganz koscher ist. Jungs, ihr habt noch was auf den Boden hingelegt. Die beiden. Ja, Augen auf. Da sagt den Leuten mal, sie sollen mal ein bisschen ihre Sicherung wieder einhalten. Hallo. Immer. Das ist. Also, wer wollen wir ja gar nicht? Die haben was in den Eingang reingelegt. Sieht aus wie eine Blutkonserve. Kann ich deine Brille kaufen? Ist leider nicht mehr so. Wieso nicht? Kann ich deine Brille kaufen? Wer bist du? Gefreiter. Was ist das? Kann ich deine Brille kaufen? Nee, ist nicht verkäuflich. Ich hab. Okay, ich leg auf den Boden. Brille. Brille, bitte. Ja, ich hab genug. Da, guckt euch meine Sachen an, was ich habe, zu verkaufen. Ja, ich habe auch Opium, aber erzählt das niemandem. Die Franzosen sind da deutlich angenehm. Das ist nicht unser. Wart ihr schon am Markt? Da gibt's beste Schafe. Das hat er nicht, das kann nicht sein. Haben die euch irgendwie Blutkonserven, irgendjemanden? Dann ist da irgendjemand was. Wiederholen. Ob irgendjemand Blutkonserven vermisst aus dem Inventar. Negativ. Negativ. Oder was? Ich dachte, sie dürfen nicht mit uns reden. Ah? Jetzt soll ich mit euch reden. Okay. Dann, okay. Hast du Platz zu reden? Ja. Dann möchte ich jetzt wissen, warum tanzen Frauen an Stange? Für Geld. Für Geld? Für Geld, ja. An so eine Stange wie das an Arjen hier rückt. Klar, eingesammelt. Hallo, hallo. Schönen Tag noch. Das wäre das. Nein, das gehört unserem Meister, unserem Chef, unserem Stummes etwas. So, Eisbären. Ich geh wieder rüber, Jungs. Ah, schön. Mein Rucksack ist abgeschlossen. Ach, Leute. Ihr werdet den Zorn Allahs zu spüren bekommen. Ihr werdet ganz tief hinfallen. Sal. Sal? Darf ich mal mit dem Typen reden? Nein, Sal, pass auf. Wir sollten ein bisschen mehr nach West sichern. Da hinten ist nämlich ein GB gewesen, ne? Können wir dir helfen, mein Freund? Der im blauen Shirt will gleich raus. Bei der West guckt nämlich keiner. Okay, hat einen gemacht. Da hinten war das gefährliche Gebiet. Oh, es gibt... Ja, wie soll man das erklären? Es gibt Leute, die dafür Geld bezahlen. Mal was? Hat er gesagt, ich muss Position West annehmen. Bleib mal bitte mein Bruder. Ein bisschen weg. Danke. Oder sich auch weiterzugehen, wir wollen unseren Job machen. Ah, gut. Ist gut, die können geben doch Geld dem Mann. Ja, nachdem sie getanzt hat, dann stand. Was lachst du denn da? Ich. Lachen Sie mich aus? Nein. Hast du Augen Richtung 200 und Grafikback? Scharfschützen in der Luft schweben und die Steine? Ja, ein bisschen über der sehr gut, über sind sie, ja. Kratzen sie aber nicht so viel. Ja, ist halt Armor, ne? Ich verstehe nicht. Jetzt ist ein Feature, ist kein Bug.
Die Augen sind ja auf, ich schwöre nämlich. Ich hasse mich so gut, Mann. Rosa, wir kommen dann jetzt wieder raus. Was hast du getan? Los! Bar! Explosion! Deckung suchen! Explosion in Richtung Nordosten, ungefähr 100 bis 200 Meter. Sucht euch Deckung! Wo kam das her? Das war hinten Richtung Markt! Was war das? Da war eine Sprengladung, kein Mörser oder so. Richtung Nordost, Leute, alles ist gut. Naja, die Sicherung trotzdem aufrechtbehalten. Nur unterhalten, ne? Naja. Wer geht denn da vorne so weit weg? Da kommt Rauch aus dem Compound, wo ihr eben drin wart. Raus als Info an dich. An drei verdächtige Zivilisten. Ja, ich hab grad Funk, warte mal kurz. Sag das mal Adler, bitte. Ja. Chaos verknüpfte kommen. Ja. Kannst du ja einen Chaos mitteilen? Wir hatten drei verdächtige Zivilisten hier draußen. Einer hat was aus dem Inventar entfindet. Ich habe mir meine blaue Hemd schmutzig gemacht, aber ich sage ja, ja. Wir haben es aber wieder zurückgeholt. Okay. Ja, ansonsten eigentlich nichts Auffälliges, bis auf dass die zwei Jungs gerade weggefahren sind und hier immer noch einer rechtzeitig von uns auf dem Boden liegt. Ja, na, den habe ich da. Achtung, nicht auf den Mann zielen. Was los? Hier Explosion gewesen. Herr Mohammed. Ihr Lebewohl. Brauchen wir Hilfe hier? Wenn bestimmt verletzte Bürger. Jetzt können wir schon erste Deal machen. Ihr könnt helfen. Bestimmt ja. Verletzte. Ich muss prüfen gehen. Ich müsste mich da jetzt beschützen und ich muss gucken. Ja, wir hast du für sind mich schon zwei dabei. Soldaten, die mich begleiten mit Waffen? Wir haben keine Waffen. Ja, alles klar. Wir sind schon dabei, das zu prüfen. Ich werde kurz die Anliegen durchgeben und dann kommen wir bestimmt. Aber ich muss schnell machen, das ist meine Bevölkerung, ich muss dorthin. Schau, die Adler kommen. Mal kurz warten. Ich prüfe jetzt mit Pierre und Paul mal kurz, was die Explosion ausgelöst hat. Behaltet mal den Journalisten im Auge und sichert noch weiter die Umgebung. Ich habe hier gerade einige Fallabbrüche drin. Machen Sie kurz einen Moment. Achtung! Was ist also ich muss zu der Stelle, ich muss Fotos machen. Wir sind schon dabei. Ja, wir werden eventuell da gleich. Wir sind dabei, das werden wir tun, aber vorerst. Adler, zieh mal den Rest nach. Ja. Ich muss trotzdem gucken, und ich muss doch. Sie können jetzt gerne. Ja, gleich. Das wird gleich gerne alle das Ball liegen, ja. So ein Schützer von euch haben. Ist schon gestellt worden. Sind da Verletzte? Pressesprecher zu mir. Pressesprecher, wir müssen gucken, du musst Fotos machen. Hallo, was du? Bitte fragen Sie vielleicht meine Familie. An der Ecke vorne bei dir. Herr Mohammed, Sie können gerne drück mal auf, wir schauen, was da passiert ist. Ich nicht mit meinem Schutz. Ja, ich bin da. Habe ich Personenschutz bei? Ja, wir sind hier Personenschutz auch gleichzeitig. Aber bleiben Sie nicht so weit vorne. Kommen Sie, bleiben Sie kurz stehen. Ja, das hat uns bleiben Sie, bleiben Sie etwas weiter hinter. Ja, ja. Okay. Und sehen da. Mensch. Leute trotzdem noch unten oder sollen wir aufrücken? Komm, wir müssen gucken gehen. Wir müssen gucken gehen, was da passiert ist. Komm hin. Hilfe. Wieso helfen die uns nicht? Ja, die wollen helfen, hat mir gerade ein Freund gesagt. Aber mir dauert das zu lange. Ja, ich schicke Chaos sollen wir nach. Okay. Wir müssen helfen, unsere Familie. Okay, sichert jetzt die scheiß Umgebung hier ab. Schaut auf die Explosion und Otzlot wird jetzt weiter drauf zurücken. Es ist auf jeden Fall nicht sicher, wenn sie da runtergehen. Hilfe, Hilfe! Sie bewegen sich bitte jetzt weg von hier. Hilfe! Wieso sprichst du mich so grob an? Ich habe gerade den Chef von dir. Der Herr Mohammed kann hier bleiben. Hilfe! 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 Das ist der Flammefeld. Hilfe!
Hilfe! Du musst mir helfen! Du musst mir helfen! Sofort, komm mit, Leute, die ihnen helfen, bleiben komm mit, bleiben Sie ruhig. Komm mit, helfen mir sofort, verletzt, mein Bruder. Unfall, bitte schnell, Bombe. Erstversorgung machen, schnell, bevor es blutet aus. Bleiben Sie ruhig, es ist Hilfe. Bitte, kommen Sie schnell, schnell, bitte kommen Sie doch. Bitte geben Sie, kommen Sie bitte. Bleiben Sie jetzt ruhig, sonst muss ich fixieren. Nein, bitte kommen Sie. Bleiben Sie ruhig, Hilfe ist unterwegs, aber wenn Sie uns jetzt hier weiter auf den Sack gehen, werden wir. Aber Sie müssen helfen, mein Bruder wird sterben, wenn Sie mir nicht helfen. Hilfe ist unterwegs, ich hab's Ihnen doch schon gesagt. Bleiben Sie jetzt ruhig. Nein, oh, helfen Sie mir. Ich muss mal fragen können, wie der Unfall passiert ist. Wir schauen jetzt erstmal, dass wir Ortslaut absichern, das ist das Wichtigste. Ja, genau. Packen wir auch mit. Das war eben der Stammesälteste mit dem grünen von Flanell-Hemd. Ich wollte erst hier helfen, runterzukommen, um nach meiner Bevölkerung hier zu gucken. Und jetzt noch so einmal meinte er, muss man austreten und Strecke ran. Hinter uns der Pressemann weg. Raus. Alles klar. Einer von uns verletzt? Ja. Nein, ich glaube nicht. Chaos? Ja. Also Paul und Kambu passen hinten auf. Der Stammesälteste meinte eben irgendwie, er will auf einmal austreten und ist dann weggerannt und ist ins Compound rein. Okay. Also soll ich dir jetzt auch in die Lage gerade stressen, jetzt schon mal wenigstens die Lage und so weitergeben, die du bekommen hast? Ja, okay, klar, das ist auch okay. Deine Pressekurzi ist gerade abgebrochen. Ja. Der ist gestorben. Besten abgenommen, aber können wir jetzt auch nichts machen. Das ist jetzt auch erstmal kein Fokus, wir müssen drauf achten, dass wir jetzt absolut sicher. Also ich habe mit dem Stammesältesten ausgemacht, dass wir Baumaterialien liefern, damit er hier das Dorf weiter ausbauen kann, um seine Stellung zu verbessern und zu sichern. Dazu habe ich ihm versprochen, dass wir ihm Zement und Ziegelsteine und Bauholz liefern. Du hast sie versprochen. Ja. Im Gegenzug gibt er uns Informationen über Aktivitäten der TLF. Und er hat auch schon mal vorab Infos gegeben. Und zwar in der Ortschaft Kottam auf der Koordinate 040 036. Also ich schreibe es auf 040. 040? 036. 036, ja. Da ist das ist westlich von der Ortschaft Kotta. Dort in diesem Compound-Bereich, der dort ist, in die ganzen westlichen, da soll sich ein Waffenlager befinden. Und der Stammesälteste von der ganzen Ortschaft soll mit der PLF kooperieren. Okay. Ja gut, das müssen wir dann mit Falki weiter abklären, aber... Ja, das sind jetzt so meine Erkenntnisse. Noch ein Verletzter. Ja, Versprechen, wir sind halt immer ein bisschen kühler. Weil wenn wir dann liefern, dann müssen wir wieder... Ja, das im Rahmen der ISAF passiert sowas immer. Dort unten ins Dorf. Ja, man muss die Leute ja irgendwie auf seine Seite kriegen. Ja. Fritz? Ja? Aber dass du gerade rechts bist. Ah, Salam. Wisst ihr schon, was ist passiert? Was ist passiert? Ist schon Einsicht zu Ortsmatt? Sind die irgendwo da oben? Nee, das sind wir dafür. Also ich sehe ein zerstörtes Fahrzeug hier direkt vor uns. Ja, das ist ja der Explosionsursache. Da liegt auch eine Person und eine zivile Person steht daneben und hat ein Nachtsichtgerät auf dem Kopf. Ja, mir auch gerade aufgefallen. Ich vermute mal, die liegende Person ist verwundet. Chaos hier, Paul.
Wir sichern den rückwärtigen Raum. Der Stammesälteste war anscheinend gerade wieder hier und fragt nach, wie die Situation ist. Er will gerne Informationen von uns haben. Wir haben keine weiteren Informationen rausgegeben, haben aber ihm zugesagt, sobald wir was wissen, werden wir ihnen Bescheid sagen, was mit der Bevölkerung des Dorfes ist oder ob dort unten jemand verletzt oder tot ist. Komm. Ja, so verstanden. Ich schicke euch mal Adler hin. Mit dem kann er ganz gut reden. Adler? Hm. Ja, so verstanden. Also er ist jetzt erstmal wieder reingegangen, wartet am Eingang von dem Haus. Da haben wir ihn erstmal hingeschickt. Also bis jetzt muss Adler nicht kommen. Aber wir sollten ihn vielleicht später dann nochmal informieren. Haus, Achtung, ich komme mit dem Stammesältesten zu dir. Ja. Helft dir jetzt meinen Bürgern. Ja, er hilft jetzt unterwegs. Dieses große Fahrzeug da unten scheint explodiert zu sein. Wir klären jetzt die Lage und helfen den verwundeten Personen. Okay. Mach bitte schnell. Ja. Wir wissen ja, unser Schutzpunkt ist Zivilisten mit Rucksack. Falls es Verwundete gibt, die werden dort ins Krankenhaus. Eben vom Hinterhof aus gespielt. Okay. Seid ihr denn alle in Ordnung? Und Fälle, wissen Sie, ob irgendwelche Personen, die hier im Dorf leben, Zugang zu Sprengmitteln oder Handwaffen haben? Keiner hier, alles friedliebende Bürger. Christian? Ich aber das Auto nicht kenne. Ich gehe mal raus. Weiß ich, dass das nicht von hier ist. Moment, okay. Alles klar, ich bin ein Stück weit. Haben Sie dieses Fahrzeug denn schon mal hier gesehen? Nein, kann sein, dass es vielleicht Selbstmordattentäter. Wir werden verstanden? Oft hier angesprengt von Selbstmordattentätern. Bitte? Okay, wie häufig kommt das vor? Im Jahr 2 oder 3 Mal. Gab es da schon viele Tote? Bei letzter Sprengung waren ungefähr knapp 1 Tonne Sprengstoff auf LKW. Das wäre nördlich Dorf komplett zerstört. Deswegen ich brauche Baumaterial, dass ich wieder Häuser, weil Familien, die dort gelebt haben, müssen jetzt hier auf engstem Raum in den anderen Familien mitleben. Ja, das werden sie auch bekommen. Braucht ihr Wasser? Wir haben Wasser. Okay. Löwe an alle Lageinfo, der Journalist hat sich der Unfallstelle genähert. Okay. Blitz? Wieso wollt ihr Pressemann rausnehmen? Was macht Weil ihr? Weil das gefährlich ist. Eigentlich beschützen wir ihn nur. Okay. Genauso wie Sie. Stellen sich vor, wir sind jetzt hier an Ihrem Zuhause und alleine schon durch unsere Präsenz sichern wir Ihr Haus. Ja, ist ja, ich finde gut, könnt ihr nicht immer hier bleiben. Kann ich Ihnen leider nicht versprechen, aber ich kann verstehen, dass Sie sich das wünschen. Weil ihr habt auch gute Fahrzeuge dahinter. Sind nicht schlecht, ne? Damit kann ich sehr viel Baumaterial transportieren. Ja, da bin ich mir sicher. Ich habe auch noch Essen. Ich habe Opium, wenn wir rauchen, wenn du willst. Wenn die anderen arbeiten hier, können wir rauchen. Ja. Nee, bei Opium dürfen wir nicht. Du dürft ihr nicht, bei uns Tradition. Ja, das ist bei uns verboten. Dafür dürfen wir ab und zu mal Alkohol trinken. Alkohol bei uns verboten. Ja. Warum einige von deinen Männern so böse, wenn ich manchmal hinkomme, so wie hinten wieder, er mich gleich gesagt, stopp, er muss mich doch kennen. Ja, noch kennen meine Kameraden sie nicht und sobald sich das rumgesprochen hat, wer sie sind, wird sich das auch ändern. Ah, okay. Dein Bruder liegt hier unten.
Stammesälteste. Ja. Was dein Bruder liegt da los? Unten. Erzähle mir, wer ist dein verletzt? Bruder liegt da wer unten, ist der ist verletzt. Dein Bruder. Mein Bruder? Ja. Ich muss hin zum Bruder jetzt. Nein, 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 bleib lieber hier, Bruder das ist unsicher. Ihr müsst helfen, macht hin. Ja, das ist mein Bruder, ich kann auch hier tun, nicht stellen. Wie schwer verletzt ist er? Das sieht nicht gut aus, sein ganzer Rücken ist ziemlich blutig. Da kann auch nichts sein, was ich werde sauer, wenn Gegenüber, wer diese Sprengung durchgeführt hat. Wo ist er? Ja, mein Freund, wir kennen uns ja. Was soll das? Ich komm her und dann passt. Ja, bleiben Sie ganz ruhig, das war sicherlich. Verstehe es nicht, was soll das? Ich nicht, ich muss mich setzen, ich bin fertig. Bruder, wahrscheinlich sterben. Ihr sitzt hier oben, guckt zu. Familie. Ja, und unten Familie. Bei ihrem Bruder sind ja mehrere Männer und die versorgen den sofort. Ihrem Bruder wird es wieder gut gehen, das sieht immer schlimmer aus, als es wirklich ist. Da war riesen Explosion. Aber er lebt ja noch und wir haben ja auch ein sehr gutes Krankenhaus. Das Lager hinter, wo ihr mehr rausfahrt. Ja, das dürften wir ja kennen. Ja, wir kennen sehr gut Lager. Ja, ihr lebt ja hier. Waren Sie schon mal da? Wir haben aufgebaut. Sie war ich von Russen. Ich habe meine Ohren knapp geschaut. Alles gut. Ich werde gleich wiederkommen. Ich werde Max nach Hause gehen. Ich komme gleich wieder. Aus wo die Russen uns hier bekämpft haben. Paul, komm mal ran. Dort sind teils Lager aufgebaut. Das ist die große Fabrik und alles. Ja. Und aber jetzt sind die Russen Paul, weg und jetzt sind wir hier. Gib mal den Herrn hier an, der wir haben nur Krieg seit 100 Jahren. Das ist nicht gut. Die Verwandten anlegst, als er zu wissen. Tut das weh? Ja, das habe ich gelesen. Wie geht es Ihnen? Jetzt haben Sie Schmerzen. Ich komme gleich ein bisschen wieder. Am Fuß. Aber es geht helft ihm, helft ihm, wenn er Probleme hat, helft. Warte, ich gucke mir das mal an, bleib mal stehen. Wie gesagt, wir sind dabei. Wir sind ja nicht hier, um Menschen zu töten, wir sind hier, um Menschen zu helfen. Hast du schon getötet? Okay. Was? Nein, nein, ich bin hier nicht um zu töten, ich bin hier um zu helfen. Ich meine, ob du schon allgemein getötet hast, du bist Soldat. Hast du denn schon getötet? Hast du Schmerzen? Ich habe früher getötet, Russen, ja. Ich weiß nicht, wenn sie anpassen schon, aber wenn ich laufe ein bisschen. Ja. Okay, aber getötet. Ich könnte dir was gegen Schmerzen geben. Kann ich nicht zählen. Was ist denn das? Was geben sie mir? Sie dürfen nicht sehen. Könnt ihr die höchstens eine Morphin geben, aber wenn ich schwarz bin, ich stehe ja noch hier keine Empfehlung. Am Leben habe ich ihn getötet. Ich glaube, ich nehme lieber auf, wenn ich mehr Frauen würde. Genau. Deswegen gibt es jetzt auch der Stammesführer. Ja, ich deswegen Stammesführer geworden. Das war mein Vater vorher, ist gestorben, habe übernommen. Also Tradition, geht das also hier. Vielen Dank. Alles gut. Der raucht seine Opiumpfeife und dann geht es wieder. Wir haben damals Schwert aufgerufen. Dadurch haben wir uns Waffen besorgt. Nee, also wir haben gegen den Russen gekämpft. Okay. Und ihr seid Pashtun, oder wie? Vielleicht könnt ihr einen anbieten. Bitte, ich habe nicht verstanden. Was? Seid ihr Pashtun? Nein. Ja, ich nein. Will nicht drauf antworten, genau, weil ich möchte eigentlich also, nur noch friedlich wollen, leben. Können wir gerne mal, sehen Sie das Haus da? Ja. Richtung Berg runter. Weil, das vor der Mauer. Naja, also ich weiß ja zum Beispiel die Ortschaft, die Sie mir genannt haben. Dann mal herzlich willkommen. Ja gut, bei Opium weiß ich nicht, habe ich noch nicht probiert, ja. Aber können wir bei Gelegenheit, kann ich gerne mal nicht vorbeikommen. Ja, ist dann korrekt. Dann vielleicht wieder ein bisschen drüber. Ja. Dann komme ich nochmal. Ich kann mir vorstellen, dass wir hier Pashtune sind. Ja. Und deswegen vielleicht kurz vorne halten. Ja, ich sag nichts weiter. Ich habe dir jetzt genug Informationen, ich brauche erst Baumaterial von dir. Ja, ja, das bekommen Sie. Ja, jetzt kriegen von mir erstmal nichts weitere Informationen. Ja, wir verstehen uns. Ja, wir verstehen uns, aber wir brauchen erst wieder auch einen Beweis von euch, dass wir was kriegen. Chaos, ich gehe wieder nach hinten. Ach, voll Tiger. Ja, check. Das war Deal. Willst du Deal brechen? Nein, der Deal bleibt. Wir haben uns die Hand gegeben, unter Freunden. Und das bleibt. Ich habe viele ehemalige Kämpfer hier in der Ortschaft, sehr gute Kämpfer. Wenn ihr Kämpfer braucht, ich kann euch Kämpfer geben.
Ja, wie viele sind das denn? Ja, sind einige. Ich werde nicht Zahlen nennen und wo sie leben, sage ich nicht. Ja, wir werden niemanden bestrafen, nur weil er mal Kämpfer gewesen ist. Es ist eine gute Stärke, so wie du hier mit deinen Truppen aufgefahren bist. Ja, das ist ja nicht schlecht. Wenn du Kämpfer brauchst, sag Bescheid, dann bringe ich dir genug für deine Militärbasis. Ja, ich glaube, du brauchst deine Kämpfer eher, um dein Dorf zu beschützen. Ja, dann müsstet ihr uns Waffen geben. Wollt ihr ja nicht. Dürfen wir nicht. Ja, wir können auch dir machen, dass du mir Waffen besorgst. Dann können wir uns selber verteidigen, dann braucht ihr hier nicht mehr her. Ja, das ist leider keine Option, aber wir werden uns um Baumaterialien kümmern und wir werden diese mit Sicherheit erhalten. Und um die Sicherungsaufgaben, da kümmern wir uns dann. Okay. War ja nur eine Frage von mir. Wäre ja möglich gewesen, wenn es geklappt hätte. Ja, ich sehe auch, Ihr Bruder wurde schon abtransportiert. Ja. Ich werde erstmal wieder in mein Gebäude gehen und mich ausruhen. Ich bin etwas älter. Ja, das ist in Ordnung. Jungs, seid ihr Wiesel? Ja, wäre wichtig. Sage mir, was passiert und wo er hinkommt. Ihr seid Wiesel, oder? Okay, ich werde gehen. Löwe, wo ist ein Wiesel? Ich glaube, man mag gerade von einem Löwe. Was meinen Sie? Ich habe noch von einem Löwen gehört. Ja. Löwen rennt da auf dem Berg, dann haben wir viele Anhänger. Okay, schau mal hinter. Hallo, Freund, gut. Eine Legende. Ach so. Alles gut? Ah, ich kenne Stimme. Ich kenne dich irgendwoher. Was ist das für ein Löwe? Ja, ich kenne dich. Ich ja, sag mal, letzter Einsatz, wo ihr markiert wart. Vor knapp über Jahr. Okay, also Berge scheiße, weil Löwe. Kannst du dich erinnern? Berge scheiße, weil Löwe. Da hatten wir auch Kontakt. Da wollte ich hier zur Ortschaft. Da hast du mich erst nicht durchlassen wollen. Paul, was ist da los? Ja, aber schön, dass ich dich mal wiedersehe. Er redet mit dem Unteroffizier, der auf den Journalisten wartet. Alles gut. Ich meine, irgendwie muss doch diese Geschichte zusammenhängen. Können Sie mir die Geschichte erzählen? Nein, das war die 1980er Jahre. Wie geht's dir? Wie geht's Familie? Das ist also eine Legende. Ja, okay. Das ist also bist du immer in der Schule lang. Ich kann dir Haus anbieten. Naja, wir werden uns ja bald besser kennen. Kann ich Baumaterialien liefern. Machst du 40 Kamelle und ein paar Sturmgewehre. Ich stelle es sofort, kannst du hier einziehen. Komm, musst du auch mal bekennen. Ja, wir müssen ja irgendwie ihre Verletzten, ne, den Bruder ihres Stammesführers zum Beispiel abfangen. Ja, ich glaube, das ist dann nicht so schlimm, wenn ihre Tafel etwas aufgeschreckt werden. Nein, ich habe nur noch Kutscher davon gesehen. Alle anderen sind weggelaufen. Das ist doch hier, so guck mal, hier hast du ganz viele Kollegen. Okay, dann jetzt an alle schon mal Abmarschbereit machen und kehren so ZZ zurück. Ja, so verstanden. Frag doch Kollege, wenn du Waffe gibt, kriegst du Haus. Ja, sie könnten zum Beispiel zu uns ins Lager kommen und sich dort um einen Job bewerben. Ja, okay. Als, Local Worker. Das ist eine angespannte Situation. Mein Bruder wurde angesprochen. Ja, handwerkliche Arbeiten. Ja, wird jetzt Krankenhaus gebracht. Aber schön, dich mal wieder zu sehen. Ja. Bin dich gut. Das wird mit Sicherheit reichen. Also, wir werden uns jetzt öfter sehen, ja? Also, nicht, dass ich ja, toll. Zwei Stunden. Wunderbar. Ja. Hier, Freund, ich okay. Hab hier, guck mal. Bitte, ich bin da. Ich bin schon mal bei hier, Eisen. Salamalaka. Hat er schon gemacht hier in CP, haben wir uns getroffen und jetzt wiederentdeckt. Ah, cool. Ja, ist richtig guter Mann, hast du einen guten Mann hier. Ja. Richtig guter Kämpfer, richtiger Killer ist es. Ab jetzt in mein Haus kommen, wir können beide noch mal Haus. Ich habe gutes Opium, wir können eine rauchen. Ach nee, ein Kollege hat gerade gesagt, ihr dürft ja nicht rauchen. Ne? Aber trinken dürft ihr, ich habe gehört, ihr dürft trinken. Ah. Okay, ich lasse euch in Ruhe, aber. Ja? Aber Kamerad. Ja. Was machst du? Wir sehen uns, ne? Ist die Position? Ja, nee, wir sollen abfahrtsbereit machen. Wie heißt das? Abgucken?
So, Kamerad, Alter, hier. Ja. Die wissen ja, ne? Wir sollen deeskalieren dürfen. Ich habe nur erklärt, was das schon wieder sagt. Ich fühle mich ja schon wieder verarscht. Ihr verarscht sie niemand. Gut, dann jetzt Abmarschweit machen Richtung ZZ. Wollen Sie nochmal mitkommen? Oder bleiben Sie hier? Ich muss mit Ihnen zurückkommen, mein Fahrzeug steht unten. Okay. Dann gliedern Sie sich einfach wieder so ein, wie wir hochgelaufen sind, und dann auf geht's, Leute, auf Stellung. Wir müssen zurück in die... Ja, bei Ihrem Kameraden. Hm? Marschrichtung? Marschrichtung Osten, die Straße wieder zurück. Zur ZZ. Alles klar. Pambu, du bist hier, oder? Ja, hinter Eisman. In der Schützerei. 1G. Kann mir jetzt jemand sagen, was dort passiert ist? Ja, komm. Was höre ich da? Was höre ich da? Helikopter. Okay, sobald wir alle laufen, dann im Laufschritt weiter. Der könnte Sanitätsmaterial von A nach B fliegen. Oder jemanden abholen. Sobald wir dann unten in der ZZ ankommen, wird er wieder seine Sicherungsbereiche einnehmen, wie gehabt. Und Adler wird mit mir dann zu Falke gehen. Das ist doch nicht die größte. Ich? Nein. Okay, Laufschritt, go, go. Wir müssen jetzt ein bisschen Gas geben. Normale 10 drücken. Ich weiß gar nicht, ob ich da hinterherkomme. Fahrzeug vorne. Lothar Müller hier, ich versuche den Fehlshandel zu finden. Hier kommst du mit. Hallo? Okay, Adler wurde teilweise noch hier. Mir wurde erlaubt, hier zu laufen. Hier, Lothar Müller, mir wurde gerade gesagt, dass ich beim Fehlshandel bin. Okay, keine Ahnung, wir haben es nicht gemeldet. Ist egal. Solange sie da sind, ist alles gut. Ich habe schon eine Geiselnahme befürchtet. Dann wäre es jetzt lustig geworden. Wir wurden im SPZ. Was ist das? Was ist das? Der Tag, wo bitte kommen? Moment. Das waren alles Soldaten. Hat doch gut. Ich weiß noch Verhöre, der Herr. Was passiert ist. Ja. Ich, Falke, ihr Wiesel, kommt. Auf der Rücktour im SPZ. Du warst abgehakt, du warst nur, ich hab nur, wo ist deine Position gehört? Wo einfach so weitere Verhörmaßnahme sinnvoll erscheint, kommen. Haben Sie in der Zeit einen Menschen gesehen? Wieso verstanden, Ende? Ja, aber falls die mal ausgeht, gehst du einfach zum Sunnyvibe. So. Sehr gut. Boah, das im Grunde genommen für einen Deutschen ist das ja Grundausrüstung Sanimaterial. Ne? Ja? Ja. Ja, ob das Bier jetzt noch kühl ist, weiß ich nicht so ganz, weil der Pfennig, der Kühlschrank, der drin ist, der hat eine leichte Macke. Wenn jene Granate hinfliegt, sind voll Italiener so. Ja, können sie sich freuen. Oder so ist es. Wenn hier eine Granate herfliegt, dann werfen sie zurück. Ja, wunderschön. Dann sind die Sanis schon hier. Ja. Ich zieh mal weiter. Viel Spaß mit der ganzen Zeit. Ja, danke.
Sag Bescheid, ich komme ja echt drin. Truppe Fick, wir brauchen was. Wie heißt diese Flink? Oder Fink? Keine Ahnung. Fink, glaube ich, keine Ahnung. Fink. Truppe Flink. Der Adler macht mir so ein bisschen Bedenken. Das ist doch der Zeus-Adler, oder? Echt? Ja. Zeus überhaupt? Ja, immer schon. Weiß ich auch nicht. Da hat jemand schon den Sanddruck ausprobiert. Wenn die andere denn? Keine Ahnung. So, dann lese ich mal weiter. Lies mal weiter. Ich habe ganz kurz AFK, sofort wieder da. Eine Menge Dinge sind. Ja.